Hätte ja nicht kaufen müssen. Hätten sie gar keine Tankstelle. So, und der an der Zapfsäule ist weg. Uff. Ich hoffe, der Partybus kommt nicht so oft. Muss Sachen nachkaufen. Nämlich Reifen. Ich hoffe, die Reifen sind heute nicht so teuer. Sonst kann ich dann erstmal in der Werkstatt niemanden mehr bedienen. Kratzer. Geh weg, Kratzer! Und Öl. Natürlich. Alle haben so plötzlich kein Öl mehr. Müll ist schon wieder. Der Sprit ist auch gleich schon wieder alle. Warum? Warum ist meine Taschenlampe, meine Tankstelle so groß? Hilfe! Ich werde erstmal keine weiteren Parkplätze kaufen und ich werde keine zweite Zapfsäule kaufen. Ich muss Amelie bezahlen. Just as I wanted. Und ich muss Produkte einkaufen. Sprit. Thanks a bunch. Jetzt Amelie aber gleich wieder an die Kasse. Ah. Cool. Bediene die Kasse. So, wir bestellen jetzt gleich Sprit und Produkte. Vor allem für die Werkstatt. Reifen und sowas. Kommst du angespurtet? Also. Stell jetzt so viel Sprit wie geht. Oh Gott, das ist gerade alles so teuer. Und das Problem ist, jetzt kommt ein extra Lieferant für die Autoteile und ein extra Lieferant für die Artikel hier. Ah, gut, wir müssen jetzt ein bisschen investieren. Nehmen wir das noch.
Eis hatten wir eigentlich noch, oder? Ich weiß es nicht. Der Partybus hat auch alles weggekauft. Jetzt haben wir hier ein bisschen was. Hallo Stombart. Schönen guten Nachmittag. Oh mein Gott. Ist schon wieder der Müll voll. Ja, Entschuldigung, kommen Sie doch rein. Ich bin der überfordertste Tankstellenbesitzer der Welt. Oh, ist schon da. So, wir kriegen Sprit. Ich habe auch eine neue E-Mail, aber der Lieferant hier drüben, der erste mit den Autoteilen, ist auch schon da. Der kommt jetzt wegen 2 Flaschen Motoröl. Das tut man nicht alles. Ich muss gucken. 0 Uhr resetten sich die Preise im Shop. Dass ich dann Reifen und Antikratz-Stifte kaufe. Wir haben Fließband hier. Ich habe neue Aufgaben. Alles ist am Hupen. Ich übernehme das. Gerne. Aber du bist leider kein Spielcharakter. That'll do. Ich glaube, ich muss tatsächlich mindestens noch eine Person einstellen, die die Werkstatt betreut. Da muss ich mich nur noch ums Nachbestellen und sowas kümmern. Amelie, du machst das super. Ich bezahle dich auch gleich wieder. Das Problem ist, wenn Amelie die Kasse bedient, zählt das nicht für mich, dass ich die Kunden bedient habe. You're amazing. Muss ich tatsächlich selber machen, oder? Bedient der Kunden im Laden. 4 von 100. Ja. Nee, doch, es zählt mit, was Amelie macht. Okay. Hallo Behemoth. Schönen guten Nachmittag. Zählt auch für dich, ja. Ich habe auch gerade geschaut. Gut, dann macht sie mal hier weiter. Ich habe auch mal wieder eine E-Mail, aber ich glaube, es ist nichts Neues. Kunst der Anstellung. Ja, wir haben schon jemanden angestellt. Die Frage ist, können oder wollen wir uns... Ich muss die Regale noch einräumen. Noch einen Angestellten leisten? Oder nicht? Oh. Ich habe viel zu viel Zeitung gekauft. Aber ich wusste nicht, dass... dass da nur so wenig reingeht. Was ist denn das für ein Zeitungsregal? Hallo Kundensupport. Schönen guten Nachmittag. Nur das Trinkgeld muss ich selber einsammeln. Ja, wenn der Partybus kommt, gehe ich wieder an die Kasse. Was ist das? Da hole ich mir beim Partybus das Trinkgeld. So, ich kann hier auch Öl kann ich einräumen. Herr Officer. You're amazing. So. Wir haben es schon fast geschafft auf 50% Popularität. Ja, ich habe Kippen bestellt. Da, guck.
Ich hab Kippen. So, Eis kann ich noch auffüllen. So. Ich habe die Regale erstmal gefüllt, soweit ich kann. Die will schon wieder so viel Geld. Eigentlich ist die an der Kasse... Warte mal, was kann die noch? Kann putzen. Die kann auch Autos reparieren. Wollen wir sie mal Auto reparieren lassen? Warte, bis sie fertig ist. So, geh mal bitte Auto reparieren. Wenn es was gibt. Thanks. Ich glaube, die wollen auch mehr Geld, je besser die werden in ihrem Job, oder? Hallo, Nico. Hallo. Das ist schon Feierabend. Dann willkommen. Im Stream. Und an Kraftstoff. Am Anfang dachte ich immer, warum steht das immer da, wenn ein Kunde an der Zapfsäule steht? Mittlerweile muss ich sagen, bin ich sehr froh, dass ich diese Anzeige habe. Könnt auch mal kurz zwischenspeichern. Mir ist das Spiel ja letztes Mal einmal abgerauscht. Deswegen ist Speichern vielleicht gar nicht so doof. Ich trinke gleich was, Susi. Thanks. Yeah, die erste Zeitung. Hä? Was Zeitungen nimmst du denn mit? Da wird ja gar nichts bezahlt. So, ist gerade kein Kunde da. Ja, das sind Blätter aus Bambus. Das ist dann so hart. Und ein Kraftstoff. Okay, sie hat ein Auto repariert. Und wenn 0 Uhr ist, gehen wir shoppen. Wo ist Dennis? Wo ist Dennis? Gehe. Ich nehme einfach schnell einen Müllbeutel. Entschuldigung, ich bin da. Musste bloß kurz kleine Nervensäge loswerden. Oh Mann. Noch die Bambuszeitung. Das Problem ist, wenn ich eine Zeitung aus dem Regal nehme, kann ich die nicht mehr verkaufen? Das ist total doof.
what I ask for. Bitteschön. Gern geschehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie Amelie, wie ihr Lohn jetzt berechnet wird. I shouldn't have said anything. Weil sie repariert ja nicht rund um die Uhr Autos. Achso, warte. Hier war jemand am Kraftstoff. Wie viel schulde ich ihr jetzt? Nee, sie muss was anderes machen. Soll putzen. Die will so viel Geld, das ist normal. Ich finde das viel Geld, was die will. Awesome. Ich könnte sie ja auch rausschmeißen und den anders einstellen. I was worried I'd go over budget. Aber nee. Wann das? Ein Geräusch. Achso, du putzt. Entschuldigung. Vergessen, dass sie jetzt putzt. Der letzte Reifen ist weg. Ich kann. Ah, okay, es ist 0 Uhr. Ich hoffe, die Reifen sind jetzt günstiger. Ach du. Das kostet mich 630. Aber dann kann ich wenigstens Autos reparieren und... Und verdiene dadurch wieder Geld. Awesome. Letztes Mal habe ich Reifen gekauft für 55, glaube ich. Great job. So, sie putzt. Eigentlich macht sie auch den Müll weg, oder? Da kommt schon der Lieferant. Just as I wanted. Einfach stell die an der Kasse noch. Great job. Die Zeitung geht aber recht gut. Ich habe viel zu viel Zeitung gekauft. Naja, du bist ja jetzt da, Nico. Du hast es her geschafft. Du hast auch nicht so viel verpasst, außer dass ich durchweg ultra gestresst bin in diesem Unternehmen.
Mhm.